Moin, ihr Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute FC Bayern München Witze. Übrigens ist es kein BVB-T-Shirt. Der Richter zum Angeklagten: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie, sagt der Angeklagte. Oh, was ist denn die schlechte? Sagt der Richter: Die schlechte ist, Sie werden erschossen. Sagt der Angeklagte: Oh Gott, was ist denn dann die gute? Sagt der Richter: Robben schießt. Uli Hoeneß findet eine Flasche mit einem Flaschengeist drin. Sagt der Geist: Du hast mich gerettet, du hast einen Wunsch frei. Holt Uli Hoeneß die Weltkarte aus der Hosentasche und sagt: Ich wünsche mir den Frieden auf der ganzen Welt. Das geht nicht, antwortet der Geist. Sagt Uli: Na gut, dann wünsche ich mir, dass der FC Bayern München dieses Jahr die Champions League gewinnt. Der Geist kratzt sich am Ohr und sagt: Zeig mir doch mal die Karte. Die Mannschaft von Bayern München fliegt zu einem Champions League-Spiel nach Spanien. Aus Langeweile beginnen die Spieler in der Maschine mit dem Leder zu spielen und bringen das kleine Flugzeug mächtig zum Schaukeln. Der Pilot kann die Maschine kaum noch halten und schickt den Funker nach hinten, damit der für Ruhe sorgt. Nach 2 Minuten ist tatsächlich absolute Stille. Wie hast du das denn gemacht? Fragt der Pilot. Naja, meint der Funker, ich habe gesagt: Jungs, ist so schönes Wetter draußen, spielt doch vor der Tür. Autofahrer ist auf einer Autobahn in Bayern in einem Stau stecken geblieben. Plötzlich klopft eine Polizistin ans Fenster. Der Autofahrer kurbelt die Scheibe runter, fragt neugierig: Was ist denn los? Sagt die Polizistin mit ernster Stimme: Naja, die Mannschaft des FC Bayern München wurde entführt und jetzt möchte jemand 20 Euro Lösegeld. Sonst wird die ganze Mannschaft mit Benzin übergossen und wird dann wohl qualvoll verbrennen. Aha, sagt der Autofahrer. Die Polizistin wiederholt: Verstehen Sie das? Wir gehen nun von Auto zu Auto, um zu sammeln. Fragt der Autofahrer: Wie viel gehen denn die Leute so im Durchschnitt? Die Polizistin: Naja, so etwa 10 Liter. Ein Bayern-Spieler will sein ganzes Geld abheben. Der Bankangestellte stutzt, zahlt dann aber die 17,8 Millionen aus. Stunden später kommt der Spieler zurück, will die 17,8 Millionen wieder einzahlen. Fragt der Angestellte, warum das Geld denn überhaupt abgehoben hat. Entgegnet der Bayern-Spieler: Naja, man wird ja mal nachzählen dürfen. Das war's für heute. Macht's gut. Bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr.